Hallöchen, da sind wir wieder. Oh. Mittlerweile haben wir alles an Material verarbeitet, was bei drei nicht auf dem Baum ist, haben ziemlich viel. Kupfer hat er schon alles, ganz viel Eisen, ganz viel Gold, unheimlich viel Silber. Weswegen ich mich jetzt hinstelle und mir anfange mit Kupferspitzhacke. Silberspitzhacke, kostet viel. Ja, wir gucken mal lieber nach der Silberrüstung. Ach, die kann ich hier noch gar nicht. Aber ich hab, Aha. weil ich die Kupferrüstung im Inventar, angezogen habe, ich glaube, man muss die ausziehen. Lux. Dann sehe ich auch kein bisschen bekloppt aus als Affe. Ha. Vor allen Dingen nackt. Nee, ich kann nur die Eisenrüstung machen. Ich sehe hier keine Silberrüstung mehr. Vielleicht haben sie es jetzt richtig gemacht, dass Silber nach Eisen kommt. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Was ist denn Blitzresist? Ah, nee, Blitzbonus. Und was? Also, ich habe hier so eine kleine Augenbrauenmaske, die alleine mir 15 Energie gibt und 5 Rüstung, während die Hosen gerade mal 3 Rüstung geben. Warum auch immer. Und danach habe ich nicht mehr genug Geld für irgendwas weiteres. Ich könnte mir noch ein Schild machen. Ein bisschen ärgerlich. Ganz schade, dass die Schilde hier noch keine Beschreibung haben. So sieht diese, sehe ich mit dieser Maske übrigens aus. Schick. Ich sag doch, Planet der Affen. Ja, aber der neue. Ja und? Aber gut aussehen tut es. Aber ich glaube, Der ich bleib neue Film war doof. trotzdem. Ach, ich tue trotzdem wieder das drüber. Jetzt hab ich unheimlich viel Silber und keinerlei Verwendung dafür. Hast du genug, um dir eine Kupferrüstung zu machen? Ich bin mir nicht sicher. Die Sekunde. kosten auf jeden Fall kein Geld und du bräuchtest dafür einiges an Kupfer nur. Na, so Aber geht ich das. sehe immer noch keine besseren Rüstungen hier drin dann. Vielleicht haben sie die auch doch wieder rausgenommen. Wir müssen jetzt hier nochmal eine Kupferrüstung machen. Dann wird mir ja wieder kalt. Was? Ach. Du kannst ja erstmal die normale Rüstung, also die andere Rüstung anders, je nachdem, was mehr Boni gibt. Und ich guck mal, wie weit ich deinen Tank weiter auffüllen kann. Ja, 318, schwupp. Wir können prinzipiell uns jetzt. Oh, Blade Runner lässt grüßen. Oh Gott. Gott, sieht das albern aus mit den Haaren und der Brille. Wie super. Ich würde sagen, wir suchen uns mal einen Wüstenmond. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Moon, Level 1. Biome Moon. Biome Snow, Arid. Cannot land. Lustigerweise gibt mir die andere Rüstung aber viel, viel mehr Verteidigung. Echt? Ja, dann lass sie halt erstmal an. Aber an den Beinen hattest du nichts. Zumindest der Hut. Ich habe hier einen Wüstenplaneten gefunden, zu dem wir hin könnten. Ich weiß nicht, ob du, wenn du hier drin sitzt, das gleiche siehst wie ich. Ich denke schon. Klick einfach. Okay. Ich bin erstmal noch ein bisschen am gucken, ob ich irgendwo etwas Interessantes finde. Da ist auf der Seite, und das sieht aus wie ein Mond. Ich glaube, das nehmen wir. Alpha Lambda Arin 3792 B. Schick. Werden wir jetzt wahrscheinlich keine Bäume finden, aber wir haben ja noch Dinge in der Hinterhand. Hat auch nicht 300 Fuel verbraucht, sondern weniger. Bewegt sich jetzt aber irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Doch, doch, warte ab. Dauert eine Weile. Gut, ich könnte nämlich sonst nicht wieder. Doch, finde ich wieder. Ah, nee, offiziell sind wir da schon? Also mir sagt Dauert er, wir immer sind etwas. schon da. Okay. Moment mal. Wir sind aber noch gar nicht geflogen. Ja, aber wir, also als aktueller Zeitpunkt wird angegeben Lambda Ari 792 B. Darauf ist die Markierung für da sind wir. Ich gehe mal eben kurz runter gucken. Flup, 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 flup. Nee, dann bin ich noch auf dem alten. Da fuck. Was soll denn der Blödsinn? Oh. Und das Ja, snackt bei da jetzt mir auch sind wir hier noch gewaltig. nicht. Dann beweg du dich mal dahin. Du bist eins weitergeflogen, oder? Zum Ich würd's, lass mich einmal Desert? gucken, dann beschreibe ich's dir. Desert Mond war das. Aber Alfdal. wieso fliegen wir nicht einfach zu dem großen Planeten Desert? Weil auf Monden mehr Material ist. Okay. Das Alpha Problem ist Lambda Fuel. Ari. Wie viel brauchen wir da noch? Keine Ahnung. Wir haben 178. Ich habe eben noch was reingeschmissen. Okay, das dürfte eigentlich reichen, sonst kann ich auch noch ein bisschen was mit reintun. Wobei, wie viel Flacke habe ich? Ja, dürfte reichen. So. So, wie hieß der? Lass mich mal einmal gucken. Geh mal einmal raus, dann kann ich wieder gucken. Dann finde ich den wieder und dann sage ich dir, wo der, wie der heißt und wo der ist.
Und zwar Alpha Lambda Ari 3792b. Das ist wahrscheinlich ziemlich direkt südlich von uns. Der Alpha Lambda Ari zu finden und dann der ganz rechte Planet da drin. Da sind vier Stück drin, in der Mitte ist so eine blaue Kugel und ganz rechts ist der, zu den ich mir denke. Und da müsste es dann einer der Monde sein, wo der Saturn auch drauf steht. Oh Gott, wie weit bist du denn in den Süden gegangen? Ein ganz kleines Stück hier nur. Das ist so quasi das nächste, was ich südlich von uns finden konnte. Da ist Alpha HD. Was? Moment mal. Lass direkt mich da mal nochmal gucken. Kann das sein? Geh noch mal raus. Ich habe hier direkt südlich Alpha HD. Alpha HD? Ich glaube nämlich, du siehst da dein Schiff. Das kann dein Schiff ist jetzt reingeflogen. Oh, interessante These. Ich probiere das mal eben. Wenn ja, müssten wir mal herausfinden, ob du dich immer noch zu mir teleportieren kannst oder nicht. Wo bin ich denn jetzt? Oh ja, es kann natürlich sein, dass ich jetzt einfach mein Schiff darüber geflogen habe, was ziemlich doof wäre. Ja, ich bin da gelandet. Alpha Lambda Ari. Jetzt ist die Frage, kommst du auf mein Schiff rüber? Warte mal. Auf jeden Fall finde ich hier oberirdisch direkt Geld. Und kleine fliegende Viecher. Und du müsstest mir einfach nur mal sagen, die X- und Y-Koordinaten. Kann ich gerade nicht, ich stecke gerade irgendwo fest. Moment. Gib mir einen Moment Zeit. Ich habe mich hier gerade im Boden eingebaut. Und immer wenn ich mich wieder raushauen will, kommen wieder Viecher. Oh Gott, falle ich hier weit runter. Ich glaube, ich nehme gleich den schnellen Weg nach oben, wenn das so weitergeht. Ich habe halt gerade den halben Planeten zum Einstürzen gebracht. Und stehe in der Mitte und sammle das Material, was da ankommt, ein so ungefähr. Also das, ich habe schon mit dem angefangen, was mein endgültiges Ziel war, nämlich halt so Material sammeln. Ein bisschen freier Hintergrund, damit ich hier mich wieder hochteleportieren kann. So, geht. Mein Schiff ist übrigens noch nicht so hübsch wie deins. Aber ich kann mir gleich ein Bett aufstellen. Ja, ich habe dir ja mein Bett zugeworfen. X und Y, wo sehe ich die denn? Die roten Zahlen über Find Random. Ah, 22790244. Minus oder plus? Plus. Oh Gott, nochmal. 222. Aha. 490. Okay. 24. Das ist der X-Wert. Aha. Und bei Y ist es 770. Ist ja schon klar, dass es am Arsch der Welt ist. 5, 2, 3. Okay. 3, 4. Okay, ja. Da. Welche, ist das für dich vom Fuel her machbar? Wo sehe ich das? Du hast ja eine Fuel-Anzeige, die darüber quasi rot, grün und gelb ist und quasi dir damit verdeutlicht, ob du dir das erlauben kannst oder nicht. Du bist auf Lambda Ari. Wo? Lambda Ari 3792b. Ah, okay. Ja, wäre machbar. Ich flieg mal hin. 34 Fuel sind noch übrig. Wow. Das ist die Frage. Sehe ich dann bei mir auch die angepassten Fuel? Nee, mein Schiff sagt immer noch null. Ich habe mein Schiff ohne Fuel fliegen können. Ich habe deins benutzt. Super. Großartig. Dann komm mal runter und staune, was ich hier gemacht habe. Ich flieg noch. Ah, okay. Ich hab mal weiter Spaß mit Sand. Du kannst ja hier einen Ofen mitnehmen. Ich hab noch einen Ofen im Inventar. Okay, dann hab ich zwei. Ja. Ich hab grad noch einen gemacht und gemerkt, dass ich deinen Ofen noch hatte. Sand ist eine tolle Erfindung. Ich glaube, ich werde sehr viel Spaß hier haben zu farmen.
So, bin da. Gut, dann kommen wir auf den Planeten runter und gehen ein Stück nach links. Brauchst du wirklich nicht weit gehen. Moment, ich greife hier irgendwelche Zwiebeln an. Okay. Okay. Ups, Mist. Hey. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur wieder ein Stück hoch. Also hier war halt eine halbe Höhle und ich habe angefangen, den Sand abzubauen. Und dann hat sich das zu einem Selbstläufer entwickelt. Die Musik klingt ein bisschen nach Where the Hell is Matt? Aha. Auf jeden Fall gibt es hier gut Gegner und damit gibt es wieder Pixel. Und ich gehe mal hoch, ein bisschen weiter erkunden. Wie viel Silber hattest du jetzt eigentlich übrig? 200 und was. Oh, das ist groß und hässlich. Und es hat etwas fallen lassen. Ein Miss Crunch Panda. Ein Speer mit Vergiftung mit einem DPS von 12. Aber ich glaube, also ich würde hier als erstes auch erstmal in eine Richtung laufen, dass wir uns halt irgendwie gucken, ob wir irgendwie irgendwelche Krypten oder irgendwas Interessantes finden. Wir werden hier leider keine Bäume finden, glaube ich, soweit ich weiß. Aber wir können ja wieder Kohle finden, damit wir dann einfach weiterfliegen können. Und Kupfer findet man zumindest schon mal ganz gut. Mhm. Das heißt, wir kriegen deine Kupferrüstung dann einfach noch fertig. Wie viel brauchst du für die Kupferrüstung? Oder was von der Kupferrüstung brauchst du jetzt eigentlich noch? Beziehungsweise hast du alles bauen können oder fehlt da noch was? Kupferrüstung habe ich fertig. Ich brauche als nächstes halt Eisen. Ja, ich würde meinen halt auch schon weiterbauen, wenn ich mehr Pixel hätte. Dann können wir Kupfer in Reserve mitnehmen? Ich hätte eine neue Spitzhacke bauen sollen. Ja. Du kannst jederzeit erst. Noch kaputt. Dann geh halt mal wieder hoch und mach das eben noch. Mach sie dir halt eben zu Kupfer. Wobei das auch, glaube ich, 200 oder sowas kostet oder 150 oder so. Auf jeden Fall. War meine auch nicht gerade billig. Ach, für Sand wird's reichen. Ja. Das Schöne ist, man findet hier halt mittlerweile auch oberirdisch Geldbatzen. Und jetzt können wir hier einmal, warte mal, ist das der passende Sand? Ich glaube nicht. Nein. Aber der hier unter uns wär's. Ja, aber ich will ja nur das Eisen da oben raus haben. Ich meine, uns den Spaß und in Massen Sand weghauen können wir ja immer noch. Ich will eigentlich nur erstmal so die interessanten Dinge hier mitnehmen. Und halt hoffen, dass wir irgendwie eine Krypta oder irgendwas finden. Das fände ich mal wieder saucool. Da ist eine Space-Karotte. Bolt Bubble Seed. Oh, es gibt doch was Baummäßiges. Cool, es gibt hier doch Bäume. Soweit ich weiß, sollten auch keine sein. Aber es gibt Rainbow Wood. Passend zur Neonmelone. Ja. Habe ich uns nicht einen schönen Planeten ausgesucht? Jedenfalls der Bund. Ja. Nach deinem Lila müsste dir das doch eigentlich gefallen. Ich nehme hier die Bäume mal noch alle mit. Auch wenn wir sie nicht verheizen können. Vielleicht gibt es da irgendwann ja in der Refinery oder sowas im Weg. Da soll es ja Items geben. Ein bisschen was dabei haben. Ach, das sind die Neonmelonen. Sehe ich das richtig? Genau. Ja, man kriegt nur die Seeds. Also, hübsch ist es hier ja irgendwie. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Urlaubsplanet. Also hier würde ich sogar so fast sagen, wenn wir angefangen haben, alles abzutragen, könnte man sich hier vielleicht ein kleines hübsches Häuschen unten bauen. Und ab und zu mal so zum Urlaub machen wieder hier hinkommen. Oder halt als Lagerbasis. Das ist ein besseres. Gib mich deine Pixels, die brauche ich nämlich. Eisen brauchen wir noch reichlich. Kohle. Brauchen wir richtig viel. Finde ich ehrlich gesagt richtig doof, dass sie das geändert haben.
Also das ist dann ja irgendwie schon so ein... Vorher konnte man sich halt hinstellen, konnte einfach Holz reintun, sich einen hübschen Planeten suchen. Vor allem, wenn man anfangs einen Kackplaneten erwischt, muss man sich halt hinstellen und 150 Kohle suchen, um einen anderen zu finden. Auch wenn ich verstehen kann, dass einige das irgendwie überbenutzt haben und irgendwie wahrscheinlich zu viel mit dem Holz fliegen konnten, aber dann lieber Preise erhöhen, aber es mit dem Holz weiter ermöglichen. Bist du hier runtergesprungen? Geht das? Ja, sieht gut aus. Hier hinten ist was. Nicht alles plündern, ich muss das auf Kamera haben. Oh ja, lass mal hier durch den Sand, das dürfte schneller gehen. Nein, das meine ich nicht. Weiter nach links. Guck mal nach unten. Ja, das meinte ich. Links ist ein Eingang gewesen. Ach so, okay. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Dann lass uns den Eingang gehen. Dann können wir wieder Gräber plündern. Sieht zumindest aus wie ein Grab. Oh, und sie haben... Ach, das ist wieder das Einzige, wie wir letztes Mal auch hatten. Da müsste ja entweder der Vogelkopf-Eingang sein. Guck mal. Ein ja. Hack-Me. So, wo ist da, der Eingang? Da ist der Eingang. Bevor du die Tür aufmachst, lass mich schon mal eine Fackel reinsetzen, Waffe greifen und ab dafür. Der hat schon mal was gedroppt. Au. Ich muss mich mal bandagieren. Hast du dir den besseren Bogen gemacht gehabt? Nein. Mist. Willst du dir den bei der nächstbesten Gelegenheit vielleicht noch machen? Du kannst mit dir besser umgehen als ich. So, was hat denn der fallen lassen? Crully Wutraton. DPS 32. DPS 29. Nee, nicht ganz so cool. Meine Axt ist geiler. Au. Sagt es und fliegt auf die Schnauze. Oh, Geld bis zum Umfallen. Geld ist gut. Ja, danach komme ich meiner Rüstung näher. Du musst drüber bauen. Ja. Ich vermute dort wieder diese lustigen Sägeblätter. Klingt zumindest schon so. Noch mehr Geld und Knochen. Oh, dich nehme ich mit. Da ist überall nichts drin. Da oben hast du wieder deine Wunderlampe. Nee. Nee. Keine Wunderlampe für dich? Nein, diesmal nicht. Dann nehme ich mir die mit. Oh! Irgendwas hat er, glaube ich, kaputt gehauen, das hat Geld gegeben davon. Also, das Kaputthauen lohnt sich wohl doch. Da habe ich die Wunderlampe. Gut möglich. Nein, war das andere. Aber ich habe jetzt schon wieder 632. So, warte. Jetzt muss auf die andere Seite gehen. Ja. Und dann können wir immer noch runter. Nix. Außerdem will ich mal eben... Warte mal einen Moment, ich will mal wieder Fackeln machen. Au. Oh, der hat eine Axt fallen lassen. So. Falls dich das interessiert, die ist wenigstens ein bisschen gut. Oh, der kotzt mich schon wieder mit Blut an. Nein. Nicht. Das Schwert, was du mir gegeben hast, hat 83. Ja. Ach stimmt, du hast ja den kleinen Picker. Aber ich muss ziemlich nah ran. Ja, ich mag den auch deswegen nicht so gerne. Was ist hier oben? Nix. Kommt einer? Au. Hörst du das? Dinge, die ich mitnehmen muss. Was sagt der echt zu diesen Statuen? Perhaps, war jetzt nicht so lustig, wie ich es mir erhofft hatte. Ja, genau, lass dich treffen, das ist immer gesund. Au. This is Sacrophocus Rabbit Shape. Guck mal, was meine Sache. This is Sacrophocus. I wonder if someone is inside.
Golden Avian Altar, decorated with symbols of I don't recognize. Meine sagt, die Schlange da drin ist nicht mehr frisch. A rabbit. Why have the aliens crafted a rabbit? Ja, am schönsten finde ich mit with symbols I don't recognize. Oh, da oben war noch was. Interessant. Oh, Bücher. Ne, Bücher nehme ich nicht mehr. Also ich habe jetzt 941 Pixels. Oh. Wir sollten die nächsten vielleicht für dich lassen. Ich habe 500. Oh, das geht ja sogar. A rabbit statue. What does it mean? Großartig. Großartig. Giant Bunny Man. Make tasty snack. Okay. So viel zu, sie essen kein Fleisch. Ja. YOLO! Au. YOLO war übrigens einer der Charaktere aus Ultima. Aha. Ich wäre da vielleicht lieber mit der Fernkampfwaffe zuerst reingegangen, aber naja. Schwupp. Ja, aber ich mach mich scheiße gestorben. 35 DPS. Aber es droppen mehr Waffen mittlerweile. Ja, also man sieht den Waffen jetzt auf einmal an, was sie können. Vorher war das so ein, ja, da ist eine Waffe gedroppt. Was kann die? Hm, ich weiß es nicht. Die hat halt eine Durchschnittsstufe von 3 und einen Schaden von XY. Was soll ich da sagen? Aber es soll ja auch verschiedene Gewehre geben. Bin ich ja sehr gespannt. Ja, ich habe irgendwann beim Testen zwischendurch mal eine Welt mit einem Menschengefangenenlager gefunden. Da hatten die halt auch Gewehre, die dann gedroppt haben. Die waren halt einfach nur nicht gut. Aber man hat sie gefunden. Also bei mir war da nichts. Doch, ich habe da was bekommen. Die haben halt auch alle damit auf mich geschossen, was sehr, sehr nervig war. Ja, aber die haben sie nicht gedroppt bei mir. Aber das war noch vor dem letzten Patch. Ich glaube, sie haben sie gedroppt. Ich weiß es nicht mehr. Muss mir auch mal ein bisschen Gold. Okay. Ich bin nur unheimlich gut darin, Dinge schnell zu looten. Muss den schon umhauen, sonst funktioniert das nicht. Ja, jetzt ist nur Fleisch und Bücherregale. Ist okay, hier hinten gibt's noch mal ein Highlight. Hoffentlich. Oh, naja. So, aber da ging's noch mal runter. Ja, ich erinnere mich, da war einfach noch was. Hier hätte ich gerne eine Minimap. Aber danach will ich dann auch direkt wieder hoch aufs Schiff gucken, was wir als nächstes weiter craften können. Ja. So, Jungs. Hm, 25 Credits sind hier unten noch drin. Au. Dass die beim Runterfallen immer noch Schaden machen, finde ich doof. Oh, das war vielleicht ein bisschen knapp, dass ich stehen geblieben bin. Da unten sind noch welche. Das sieht anders aus als sonst. Mach mal nicht, dann mache ich hier weiter zu. Nicht weiter dort stehen bleiben. Was aber auch cool ist, dass die KI zum Beispiel schlau genug ist, dass sie nicht in solche Sensen reingeht. Und du hast gerade ein Stimpack oder sowas bekommen. Au. Kleines bisschen war da noch drin. Oh, das stehende Ding kann man, glaube ich... Nee, das ist gesagt, das ist nur der Deckel dazu. Gut, dann mal nach oben. Jo. Au. Ich bin durch ihn durchgesprungen. Oh. Aber was auch cool ist, der Charakter dreht sich automatisch in die Richtung, in die man guckt, sodass es recht einfach ist, einfach zu treffen und nicht wie bei Terraria sich immer passend mitzudrehen. Ja, hier ist sonst leider nichts mehr. Ach so, das funktioniert anders? Ja, in Terraria musst du deinen Charakter per Maustaste drehen und wenn du gerade am Schlagen bist, kannst du dich nicht umdrehen. Was ziemlich nervig ist. So, ich glaube, hier sind wir durch. Jo. Ich würde sagen, wir für die Folge machen wir lieber einen Tacken länger, rennen eben noch hoch, beamen uns aufs Schiff und gucken, was wir daraus craften können. Und ich mache mal einen kurzen Stop bei dem Campfire, bevor mein Charakter wieder einen Frostanfall bekommt.
bald hast du dann auch wieder das Problem. Habe ich das gerade laut gedacht? Upsi. Was von den Türen mitnehmen. Die sind cool. Ich freue mich auch schon drauf, wenn man sich hinstellt und sein Schiff irgendwie erweitern kann, weil das soll hinterher auch gehen, dass man das quasi größer baut. Man kann es auf jeden Fall abbauen, habe ich gesehen. Ja, das auch. Man kann auch quasi drinnen andere Sachen setzen. Man kann quasi die Hülle nicht erweitern momentan. Okay. Soweit ich weiß. Aber das soll halt hinterher gehen, dass man sich quasi größere Schiffe freischaltet. Und da dann halt coolere Dinge kann. Und fleng. Ja, aber langsam wird es ein bisschen eng, ne? Beam to ship. Ich bin da. Hab noch ein bisschen Material, was ich in die Öfen packen kann. Nee, ich kann immer noch nicht zu dir beamen. Ja. Und hier, was können wir denn so? Neben einem Haufen an Waffen, die ich alle verschrotten kann, weil der DPS nicht gut genug ist. Und einem Schild, das ich gefunden habe, das lohnt sich vielleicht zu behalten. Leider haben wir noch keinen Weg gefunden, die Sachen irgendwie zu verkaufen. Das wäre auch noch schön. Ja, das wäre schön. So, jetzt muss ich mir meine Hosen ausziehen. Doch dann nicht gucken, ich bin da ein bisschen penibel. So, jetzt haben wir die auch direkt wieder an. Die sind vom Rüstungswert auch besser, geben auch ein bisschen was gegen Wärme. Minimal. Man hat immerhin 15 Rüstung. Wow. Was hast du jetzt an? Ich habe jetzt die Defectors Armor an. Silber? Nee, Eisen. Silber ging bei mir noch nicht. Ich kannte nichts aus Silber machen. Gib mir mal Eisen. Falls du noch was über hast. Ja, es ist gerade noch ein bisschen was im Ofen. Das ist dann aber auch alles. Aber ich kann mir noch eine Silberspitzhacke machen. Müssen wir nämlich erstmal in der Eisenspitzhacke anfangen. Eine Goldspitzhacke kann ich. Eisenspitzhacke brauchst du nicht. Eisenrüstung brauchst du. Spitzhacke geht. Stimmt. Geht Kupfer, Silber. Aber ich kann dir auch das Silber eben geben. Das haben wir auch bis zum Umfallen. Das ist so, das. Silberspitzhacke habe ich. Sehr schön. Gold kann ich dir auch geben. Ja, jetzt haben wir aber kein Eisen mehr für den Hunting Bow. Nee. Nicht? Ich habe dir gerade noch was zugeworfen. Oh, sehr schön. Ich weiß aber nicht, ob du selbst noch Eisen eingesammelt hast, dass du einschmelzen kannst. Nein. Ist so praktisch. Was lasse ich denn mal hier? Das war aber kein Eisen, was du mir zugeworfen hast. Das war Silber. Oh. Ich habe dir beides zugeworfen. Ja, aber da sind nur noch 7 übrig. Oh. Mist. Ich kann eine Gold-Pickaxe bauen. Dann hast du schon eine Silber-Pickaxe. Mhm. Pickaxes are so last millennium. This is one made of gold. Oh man. Danach kommt Diamond. Ja, die haben wir aber immer noch nicht gefunden. Ich zumindest nicht. Wir sind wahrscheinlich ganz unten. So, was bastel ich mir denn jetzt? Ja, da wir Eisen brauchen, also mit Silber kann ich noch nicht viel anfangen, oder? Ich hab's bei Rüstung immer noch nicht geschafft. Ja, dann brauchen wir Eisen. Gut, dann haben wir einen Plan, was wir bis zur nächsten Folge noch weitermachen können. Aber für heute würde ich sagen, machen wir dann wieder einen Cut, oder? Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.